Okay, Feind auf exakt. Okay, Feind bewegt sich. Und Kamouflagengriff. Oh, yes. Und er yeah, tot. Oh, wie dämlich. Und. Bäm! Oh, der ging wahrscheinlich wieder daneben. Ach Gott. Was ist denn das immer? Versuch nochmal. Und. Was war das jetzt? Ach Gott im Himmel. Ich glaube, ich ziele einfach falsch. Ja, die Kanone, die hat echt eine verdammt hohe... Ah, das könnte gut gewesen sein. Die Kanone hat eine verdammt hohe Fehlerquote. Hm? Okay, gut, perfekt. Wir sind auf dem Ofen gelandet. Yeah, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Show Play. Heute in der Folge der Wahrheit, Folge 42. wir gehen hier direkt mal ran und wir haben hier noch eine ganze Menge Hard Clay am Schmelzen. Das ist wunderbar. Ich habe hier meine Ladung von dem hier mitgebracht. Dass ich nicht jedes Mal zurückrennen muss, um mir die Dinger zu holen. Das ist echt der Wahnsinn. So lange ich das jetzt schon gemacht habe. Und natürlich habe ich wichtige Zutaten vergessen in meinem Wahn. Das fällt mir jetzt gerade auf. Ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Netherwart dabei. Wie kann ich eigentlich so blöd sein? Oh Gott, oh Gott. Ja, lass mal schon das sehen. Haben wir irgendwo Obsidian? Wir haben ein Obsidian, das ist der Wahnsinn. Ich habe doch irgendwo Obsidian gehabt. Weil, ja, ich bin hier nicht sehr weiter gekommen. Ja, wir werden hier auf jeden Fall ein Portal hier bauen, noch dann irgendwann mal, weil man kann mit dem Portal dann noch einiges Tolles machen. Wir werden zum Beispiel heute versuchen, künstliche Chunk-Loader einzusetzen. Vielleicht versuchen wir das heute mal. Da gibt es mir so eine Methode, wie man da praktisch diesen Bereich hier ständig geladen haben kann. Und mit einem Portal, wenn man das dann noch aktiviert, kann man hier so einen Super-Chunk-Loader draus machen, sodass praktisch praktisch das Ganze voll funktionsfähig funktioniert. Die Mob-Farm wird leider nicht funktionieren, wenn wir diesen Chunk-Loader einsetzen. Das geht nicht. Apropos müssen wir diese Mob-Farm sowieso mal fertigstellen hier, diesen Sammelbereich hier unten. Da bereits eine Methode, wie wir das machen werden. Und jo, dann... glaube ich mal, bereite ich mal wieder ein paar Sachen vor und dann sehen wir weiter. Halt, eine Sache können wir noch schnell machen, glaube ich. Oder, ja, wir sehen uns gleich wieder. Okay. Okay, hier waren wir mal bei unseren Pferden, die ich hier kurz dann einfach angebunden habe. Hier haben wir unsere ganzen Funde, wie vor wie immer vom letzten Mal. Das alles haben wir hier noch drin gehabt. Irgendwann Ambus mitgebracht und ich glaube, das müssen wir jetzt echt mal machen. Ja, genau. Genau. Mhm. Hey, Lasagne. Jo, das ist es offiziell. Lasagne. Schönen Tag auch. Und endlich haben sie das so gemacht, dass wenn man drauf sitzt und nicht ständig dieses Schriftzug im Gesicht hat. Jo, scheint wunderbar zu funktionieren. Den nehmen wir mit. Und was haben wir sonst noch hier drin? Ja, die Rüstung, die können wir, glaube ich, direkt mal den beiden hier anlegen, weil der Vorteil ist ja der, man kann die ja ganz leicht einfach wieder runternehmen. Zack, oh ja, das ist ja gut. Wow, yes. Und da sieht unser Esel recht schäbig aus damit. Ja, auf den kann man keine Rüstung draufhauen. Jo, ich würde mal sagen, ich nehme den ganzen anderen Scheiß hier mal mit. Und, genau, das wäre es dann dazu. Okay, kurzes Update zum Bootsaufzug. Ich habe den jetzt auf die Dreierbreite hier erweitert. Keine Ahnung, ob ich den zuvor einfach 2 breit gemacht habe. Nur hier, also mit den Umrandungen hatte ich das hier nur auf der 4er Breite. Aber wir haben hier ja 5 Blöcke. Das heißt, wir können hier wunderbar das Ganze hier reinmachen. Problem. Riesiges Problem. Und ich habe keine Ahnung, woran das bitteschön liegen mag. Fällt mir gerade auf, haben wir ein kleines Fehlerchen hier drin. Zack, okay. Ja, das System funktioniert normalerweise folgendermaßen. Man dappt hier drauf.
Brot wird dispensed von dem Dispenser hier unten. Und wenn wir hier nochmal drauf tappen, wird nichts passieren, weil dieses Tripwire hier erkennt, dass hier schon Brot ist. Und deswegen kommt da nichts. Können wir uns ganz kurz anschauen, wie ich das gemacht habe. Mega, mega simpel. Eigentlich braucht man die Kabel gar nicht auf beiden Seiten. Was habe ich eigentlich für einen Scheiß gemacht? Ne? Oh, verdammt. Ja, weggedummt war eh nichts mehr. Ja, da habe ich mich noch davor einen Haufen Scheiß gemacht. Okay, haben wir kurz eine Fackel, ne, dass da unten irgendwas spawnt. Sehr schlecht. Ah, wo haben wir sie denn? Genau hier. Ja, also die Verkabelung, die ist praktisch ein einziges Kabel. Und damit hat sich's. Und zwar binden wir einfach hier oben. Da drüber kommt das Kabel eben von dem einen Tripwire-Hook. Und das verbindet sich eben mit dem ganzen Kabel vom von den Pressure Plates. Und das geht dann eben alles. Das kein Wasser drüber, geht alles eben in diesen Block hier rein, nicht hier platzieren, und dadurch wird dann oben der Dispenser aktiviert. Ich habe das gerade kurz klicken gehört, aber das hat das natürlich nichts gemacht, weil kein Brot drin ist. Aber dadurch, dass wir eben hier das Tripwire haben und das ein Brot erkennt, wird das Signal eben überschrieben, und deswegen bringt es nichts, wenn wir hier drauf tappen, weil der Dispenser bereits aktiviert ist. Und so können wir verhindern, dass eben nochmals ein zweites Brot gespawnt wird. So. Soweit so gut. Jetzt, was passieren würde, wäre, dass wir hier in das Boot einsteigen. Einfach so. Und dann haben wir hier unten eine Stone Pressure Plate. Genau hier. Und dann würde natürlich nur dann, wenn wir eben uns im Boot drin befinden, dann würden wir eben die Tür öffnen und dadurch würden wir dann losfahren. Jetzt betone ich gerade würden, weil das habe ich gerade schon gesehen, es funktioniert irgendwie. Ja, genau. Jetzt hat es da funktioniert, dass wir losgefahren sind, aber mich haut's hier jedes Mal, wenn ich hier diesen Sprung mache, mich haut's jedes Mal aus dem Boot raus. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Jetzt ist das Boot, das geht zwar alleine nach oben, wir können es gleich nochmal kurz angucken. Wir können nochmal kurz hier hochgehen. Gucken wir uns mal kurz schön beobachten, wie das Boot da hochsteigt. Ist so gut. Also wenn wir die einfach mal die Tür offen lassen. Ach, das ist immer ein Scheiß, da rüber zu kommen. Okay, dann haben wir das mal hier rein. Boot wird gespawnt. Und ihr seht, es fährt komplett alleine. Problemlos hier raus. Und das ist auch ein echtes Boot, ne? Also es kommt mir mal ganz angucken, das ist kein Ghost-Boot, weil wir da irgendwie Minecraft rumspackt, sondern es funktioniert tatsächlich. Wir sind hier im Boot drin. Klappt also. Aber... ja, wir kommen irgendwie nicht drüber. Das habe ich mich gerade eben kurz gedacht. Vielleicht hilft es, wenn wir das hier mal aufmachen. Vielleicht bringt das irgendwas. Jetzt brauchen wir allerdings den Stone Brick hier wieder. Weil das hier können wir weglassen. Das macht hier keinen Unterschied. Auch das hier auf. Und das hier können wir auch noch kurz ersetzen. Fällt mir auf, ist hier gerade auch noch was Dreck, genau. Okay. Ja, jetzt schauen wir mal, vielleicht hat das irgendwas bezweckt. Ich weiß nicht, woran das alles liegt hier. Okay, hier haben wir uns eigentlich Smooth Stone. Jetzt müsst ihr uns hier hochlassen. Okay, da hat es geklappt. Und ich gehe wieder die schnelle Methode. Okay, und zack, wir probieren es nochmal. Boot wird gespawnt, wir steigen ein. Und uns haut schon wieder raus. Was ist denn das? Ich glaube, das liegt daran, wenn man mit dem Boot unter Wasser geht. Das könnte es sein, dass das uns rausschmeißt. Das ist ja richtig beschissen. Weil das würde bedeuten, dass wir die ganze Maschinerie nochmal neu bauen müssen. Mensch, das ist ja richtig scheiße. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Bug ist oder... Schau mal kurz nach. Vielleicht finde ich auch, ob das ein Bug ist oder was auch immer. Weil das ist ja richtig blöd, dass es nicht funktioniert. Ihr seht, es müsste funktionieren. Uns haut es nur jedes Mal raus, wenn wir ins Wasser betreten. Daher. Okay, einen Moment. Ja, ja. Der neue Snapshot. 22a, der offenbart uns ganz neue Töne hier. Oh mein Gott. Es gibt jetzt Villager-Sounds, die sind einfach so gut. Oh mein Gott. Ja, Pferde haben jetzt auch Sounds. Auch sehr schön der Sprung-Sound.
Ja, hatte ich gut. Ey, übrigens, ich rede gerade ziemlich wenig. Nein, hier seht ihr übrigens noch meine Testwelt, was es hier so alles gibt. Ganz interessant. Ja, das ist ein riesen Chaos hier. Ah, das ist auch kurz interessant, das können wir kurz zeigen. Bäm. Ja, ja. Okay, wir wollen ganz woanders hin. Gehen und zwar nach da hinten. Yeah. Okay. ja, was wir hier hinten haben, ist zum einen ein ausgebackter Stapel Hopper-Minecarts. Das sind, glaube ich, so knapp. Ach, verdammt. Macht das jetzt diesen Ton? Es sind, glaube ich, so knapp 50 Hopper-Minecarts hier gesteckt. Ich krieg die irgendwie nicht weg. Wir haben hier einen kleinen Turm. Oben drin haben wir Mobs, die gespawnt werden. Sollten wir jetzt gleich hier sehr eindrucksvoll sehen, wie die hier runterpresseln. Genau. Und ja, hier habe ich eine. Ja, ein System hier, mit dem wir unsere Items sehr hoppersparend einsammeln können. Wir brauchen nämlich hierfür nicht die mittlere Spalte mit Hoppern auch noch zu versehen, sondern haben wir das hier ganz leicht und effizient gelöst. Ich kann mal kurz schauen. Oh nein. Ah, jetzt ist es weg. Okay, gut. ja, wir sehen, die hier runterfallen. Es sammelt alles problemlos ein. Diese Chests hier, also wir haben hier in der Mitte einen Wasserstrom und der geht in diesen Hopper rein, der sammelt dann den mittleren Kram ein und hier seitlich haben wir eben ganz mal Hopper, das ist das effizienteste Design, das ich mir ausdenken konnte. Besser ging es leider nicht, also besser geht's nicht. Sollte jetzt dieser seltene Fall aufdrehen, dass hier in der Mitte Items liegen bleiben, also genau hier, das kann nämlich passieren, wenn das passiert immer genau dann, wenn praktisch die Items eben, wenn die Mobs in der Mitte eben sterben und dann das Item eben nicht irgendwie ganz leicht zu links und rechts wegfliegt, sondern wirklich exakt in der Mitte, dann passiert das, dass das ganz, ganz selten mal liegen bleibt. Das Problem ist allerdings, wenn da ein Item mal leckt, dann ist es sehr, sehr oft der Fall, dass praktisch weitere Items sich mit diesem Item, das dort bereits liegt, zusammenstecken. Und dann passiert es natürlich, dass da die ganzen Items alle gesammelt werden. Und da kann eine Menge verloren gehen und deswegen habe ich hier ein kleines System eingebaut und das werden wir dann immer automatisch nach jeder Welle von Mobs, die runterkommt, danach werden wir das automatisch jedes Mal bedienen, dass praktisch hier eben kurz Wasser dispensiert wird und das wird eben sicherstellen, dass sämtliche Items alle runtergespült werden. Wir haben hier links und rechts Schilder und da haben wir hier so ein kleines System, da wird einfach mit so einem Hopper-Dingens hier wird einfach kurz zwei dann so kurz zwei Impulse gegeben und dadurch wird das Wasser eben ausdispenst und wird eingesaugt. Natürlich darf das nur passieren, wenn die Welle durch ist, weil sonst überleben die Mobs natürlich, wenn sie da drauf fallen. Ja, da sieht das. Das geht natürlich nicht. Deswegen müssen wir das nach Möglichkeit vermeiden. Aber ansonsten klappt das und ich glaube, das braucht jetzt mal schnell ein. Ah ja, und das mit dem Booten, mit dem Bootsaufzug, was ich gerade gezeigt habe, das ist leider tatsächlich ein Bug. Also da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis das gefixt wird, weil da gibt es eigentlich echt keine Möglichkeit. Sobald wir das Boot praktisch unter Wasser steuern, sobald das passiert, werden wir automatisch rausgeschmissen. Und ich kann es auch nicht betreten unter Wasser, also das geht nicht. Das ist einfach ja, ziemlich schade. Okay. Okay, hiermit erkläre ich unsere Mobfarm jetzt offiziell für fertiggestellt. Alles, was wir jetzt praktisch noch machen müssen, ist da ein bisschen so ein paar Verschönerungsarbeiten hier drin zu machen, dass man keine so blöden Kobbel mehr sieht oder so Dreck an den Wänden. Und natürlich müssen wir das noch an das Sortier- und Lagersystem anschließen, aber das ist sowieso noch gar nicht gebaut. Von dem her ist es jetzt mal nebensächlich. Aber wir können sehen. Ja, jetzt haben wir es, glaube ich, verpasst. Ja, also die prasseln wunderschön runter. Ich habe festgestellt, der ideale Platz zum Stehen ist genau hier. Das Sound ist so extrem weit unten. Der ideale Platz zum Stehen ist ungefähr hier. Da habe ich festgestellt, dass irgendwie die schönsten Raten zu erreichen sind. Warten wir noch mal kurz ab, bis die Lampen dauerhaft aufleuchten. Ja. Jetzt. Und da haben wir es gesehen. Genau, da kommt jetzt das Wasser. Habt das nicht ganz kurz schon gesehen. Und danach prasseln die ganzen Viecher runter. Genau. Und da haben wir es jetzt gerade hier. Da ist was liegen geblieben. Wir können das gerade mal kurz austesten. Wir schmeißen mal kurz einen Haufen Zeug hier drauf. So. Und den hier. Den hier. Den hier. Gehen wir schnell raus. Jetzt sollte gleich wieder der Spülvorgang eingeleitet werden. Genau. Da seht ihr das. Alles wird wunderschön runtergespült. Und dann kommen jetzt gleich die Viecher runter. Genau.
Das war jetzt ein bisschen wenig, weil ich gerade hier so weit vorne stehe und deswegen sind die ganzen Spawning-Flächen nicht aktiv. Wenn ich hier ein bisschen zurückgehe, sollten wir einiges wieder spawnen sehen. Ja, der Entity-Count oben links, das hier, seht wieder E-Doppelpunkt. Die dritte Zeile von oben. Ah, da zeigt gerade 22 an. Von 55, 22. Aber ich bin ja sogar schon auf 45 gewesen. Oder 54, meine ich. 54. Aber ja, genau, das seht ihr, da kommt eine ganze Menge runter. Aber das war schon viel schlimmer. Also ich muss wirklich sagen, ich habe das ein paar Mal erlebt. Das war richtig krass, was da runterkam. Das ist natürlich herrlich gut. Ja, jetzt kurz zum Aufbau hier. Wir haben hier unten jetzt Eis drin, überall. Nicht bloß hier an den Übergängen, sondern überall, dass es schön schnell transportiert wird. Die Hopper hier links und rechts. Ich habe hier überall Schilder, dass das Wasser komplett drüber fließen kann, wie ihr hier schon sehen könnt. Man muss auch auf dieser Seite hier Schilder platzieren, weil wenn man die Schilder... Da kam jetzt gerade auch eine schöne Menge runter. Wenn man die Schilder nur auf der Seite hier hat, dann würde das Wasser sich den schnellsten Weg praktisch suchen und dann nur hier drüber fließen und dann direkt hier rein und würde sich gar nicht ausbreiten, das Wasser. Deswegen brauchen wir auch die Schilder auf der anderen Seite. Und haben einfach einen Eimer Wasser drin. Der wird dann entsprechend ausdispensed und dann wird er aufgenommen. Und hier am Ende habe ich jetzt mal noch ein paar Truhen platziert. Da haben wir schon relativ... Oh, da kommt das Wasser. Da haben wir schon relativ schöne Ergebnisse drin. Hier mal kurz den ganzen Scheiß drin raus. Da ist ein bisschen was. Und hier ist am meisten drin, weil hier noch die ganzen Hopper von hier sich alle entleert haben. Das war ja schon eine ganze Weile dran gestanden. Deswegen waren die schon relativ voll. Genau, schmeißen wir einfach alles hier rein. Und... Ja, jetzt gucken wir kurz an, wie ich das Ganze hier verkabelt habe. Wir gehen nach hier hinten. Die Redstone, das Redstone-Kabel hier, das ist verbunden mit den Dispensern. Jetzt könnt ihr hören, die sind hier einfach immer hier dahinter. Werden dadurch entsprechend aktiviert. Und da, wie ihr es gerade hören konntet, die Dispenser werden immer vor jeder Salve aktiviert, sage ich jetzt mal. Und das liegt daran, dass es einfach einfacher war zum Bauen. Das konnte ich ganz leicht anschließen hier. Würde ich euch gleich noch kurz zeigen. Und dann kommt praktisch das Wasser und das ist dann längst wieder weg, bis die Mobs dann runterfallen. Genau. Wir haben das Ganze hier so. Ja, da könnt ihr es sehen. Zunächst gehen wir mal schnell hier hoch, wo das hier ist. Dass ihr wisst, wo das ganze Signal überhaupt herkommt. Wir haben jetzt einen riesen Kabelsalat nach da oben. Okay. Wobei, wir müssen nicht ganz hoch gehen. Ich habe das einfach an einem schönen kleinen Punkt angeschlossen. Und zwar genau hier. Das hier, das sind die ganzen... Oh. Ja, das ist geglitscht. Das hier, das sind die ganzen Pistons eben für den Wasserflascher. Ich muss ein bisschen Sound runternehmen, also für den Flascher praktisch. Der die ganzen Mobs eben alle runterhaut. Jetzt ist gerade das Wasser wieder abgestellt, wie wir es sehen können. Genau, jetzt ist das Wasser weg, wenn das Kabel aktiviert ist. Und wenn es aus ist... Und wenn es aus ist, dann flickert das immer ganz kurz. Also können wir schon kurz warten, bis das wieder an ist. Also, bis das Wasser wieder an ist. Was bedeutet, dass dieses Redstone hier aus ist? Was bedeutet, dass die Pistons eingefahren sind? Was bedeutet, dass das Wasser rausfließen kann? Genau. Wenn das der Fall ist, dann blinkt es immer so schnell. Das ist einfach wegen der Glocke oben. Passiert das leider. Jetzt können wir mal kurz uns angucken, wie ich das beseitigt habe, dieses Problem, dass es immer so flickert. Weil sonst würden praktisch die Dispenser ständig aktiviert werden. Das habe ich folgendermaßen gemacht. Also im Augenblick ist das Wasser ja aus. Das heißt, die Mobs können spawnen. Das heißt, das Kabel hier ist an. Ich habe es hier umgekehrt, sodass hier das Ganze aus ist. Das heißt, kein Problem. Sobald jetzt oben allerdings das Spawning angeht, das heißt, dass das Kabel, welches von hier oben kommt, ausgeht. Jetzt ist es wieder an. Wenn es aber ausgeht, dann ziehen sich die Pistons zurück und das bedeutet, dass dass das Wasser eben fließen kann. Und wenn das Kabel dann hier aus ist, wird diese Torch hier angehen und diese Torch geht dann durch die beiden Repeater hier durch in diesen Monostable Circuit hier rein. Das ist einfach so eine Piste mit dem Block oben drauf und das lässt das eben ganz schnell blinken. Hier dieses Kabel und dieses Kabel hier drüben, habt ihr vielleicht kurz gesehen. Das blinkt auf jeden Fall nur ganz kurz. Das heißt, wir bekommen hier einen Impuls. Der Dispenser wird das erste Mal aktiviert, schießt das Wasser raus, dann haben wir ein kleines Delay und dann wird werden die ganzen Dispenser nochmal aktiviert und die saugen das Wasser wieder ein. Und das kleine Teil hier ist dafür da, dass wenn, wir es gleich sehen werden, wenn das Kabel hier ausgeht, dann haben wir bemerkt, dass es immer kurz so flickert, sage ich jetzt mal, wegen der Glocke oben, die das Ganze steuert. Genau.
Und da seht ihr das. Es geht immer wieder kurz außen an. Oh. Und da fällt mir gerade auf, dass das Signal anscheinend so kurz ist, dass es die Torch hier gar nicht beeinflusst. Aber trotzdem, ich lasse es mal drin, weil würde diese Fackel hier dann auch anfangen zu flackern, jedes Mal, wenn es kurz außen angeht, haben wir hier einen kleinen Sicherheitsmechanismus drin, der das Ganze praktisch einfach überschreibt. Das ist praktisch so ein Pulsverlängerer und dadurch wird dieses Flickern einfach beseitigt, ausgeglättet und weg damit. So, Wasser wird wieder dispensed und gleich wieder aufgesaugt, lang genug, dass alles runter kann. Und jetzt sollten gleich die Mobs runterfliegen. Genau, was. Herrlich, eine Wonne. Okay, ja, soviel zu dem Thema. Und jetzt schauen wir mal kurz, was wir noch machen. Aha, es scheint so, dass wir hier noch ein kleines Problem hätten. Und zwar genau hier, auf diesem Eis, was hier vorne auch passiert, scheinen sich die Items in gewissen Umständen zu sammeln. Das ist sehr schlecht, weil die werden hier niemals wegkommen und da gibt es eine Menge Items von uns, die einfach hier liegen bleiben, weil jedes Mal, wenn ein neues Item auf diesen Stapel hier drauf liegt, wird es den 5-Minuten-Timer zum Despawn wieder erneuern. Das bedeutet, diese Stacks hier würden wahrscheinlich unendlich lang hier bleiben und das ist überhaupt gar nicht gut. Ja, jetzt muss ich sehen, wie wir das eventuell lösen können. Weil, ja, das Problem ist hier. Wie machen wir sowas? Wie machen wir sowas? Am klügsten. Ja, das ist eine schwierige Frage. Müssten wir glatt wahrscheinlich irgendwas Kompliziertes hier einbauen. Wie könnte man das machen? Ich bin gerade total befordert. Wie könnte man das machen? Dass die hier nicht liegen bleiben. Wir müssen mal kurz was überlegen, was wir machen können. Ich habe gerade exakt keine Ahnung. Also, man kann sie irgendwas Kompliziertes machen, aber das wollen wir nicht zwingend notwendig tun, weil das ist überhaupt nicht schön. Nee, das war nix. Also, ich schau mal, kann ich irgendeine simple Idee mir ausdenken. Ne? Okay. Thank you.
Alles klar, da sind wir wieder zurück nach einer ganzen Menge Höhlenerkundung hier. Ja, ich habe mal gedacht, mal ein bisschen was anderes auszuprobieren. Also wie, am Anfang des Videos habt ihr gesehen, da war ich im F5-Modus und das habe ich gesehen bei Ethos Lab. Da hat das gemacht, da hat er so eine ganze, auch so ein Zeitraffer-Video gemacht, wie er die Höhlen erkundet hat und dabei Erze gesammelt hat, Monster bekämpft und so weiter. Das übliche Programm eben den Höhlen.
Die Sache dabei ist eben die, dass man zum einen eben im M5-Modus ist und zum anderen auch noch F8 anhat. Und ich sage euch, das ist richtig mies. Das müsst ihr euch mal ausprobieren, das ist richtig schwer. Nach so 10 Minuten gewöhnt man sich ein bisschen dran, aber trotzdem ist es sehr, sehr schwer. Öfters mal hat man auch richtige Probleme mit der Sicht. Deswegen bin ich dann irgendwann mal dazu übergegangen, einfach im normalen Modus eben wieder zu machen, allerdings immer noch im F8, sodass es dann so richtig schön auch aussieht in einem Zeitraffer-Video, aber es ist nicht ganz so hektisch immer. Das ist ganz interessant. Und jetzt, ich habe das am Ende noch ein paar Ausschnitte gesehen, habe ich einen Haufen Diamanten gefunden. Ich werde euch das gleich nochmal kurz zeigen. Jetzt auf jeden Fall, so viel Geschwätz. Erstmal hier haben wir einen kleinen Creeper, der gerade meint, er müsste uns ins Gesicht explodieren. Bam. Wow, 1,5 Herzen. Nicht schlecht mit Blocken und mit dem bisschen Rüstung, das ich hier anhabe. Nicht schlecht. Okay, jetzt auf jeden Fall wollen wir mal an die Oberfläche gehen. Ich habe keine Ahnung, wo es rausgeht. Das merkt man sich da ganz leicht. Also, man merkt sich natürlich nicht, wie man da reingekommen ist. Da fährt man sich ja schnell in solchen Höhlen. Das ist ja sehr üblich. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall hier hoch und dann graben wir uns einfach mal kurz noch an die Oberfläche. Hier scheint es... Oh, es ist schwer, überhaupt. Ich muss mich entschuldigen. Ich kann nicht mehr richtig schwätzen. Ja, wir sind hier relativ weit oben. Das ist cool. Mal sehen, wie wir da hochkommen. Okay, von hier wollen wir uns einfach kurz eine Treppe hochmachen. Ja, ich habe meinen Esel da an so einem relativ markanten Punkt angebunden. Oh, da ist er oben. Ah, fast. Nein, da kommt ein bisschen Stein. Oh. Ich bin mir runtergefallen. Und 54, 56, 57. Ja, und ich habe euch gar nicht gezeigt, was wir alles gesammelt haben. Wir werden es gleich nochmal kurz durchgehen, wenn wir an der Oberfläche sind, wenn wir unseren Esel einladen. Unseren vertrauten Esel. So sind wir bei 46. Ach ja, wir sind ja in einem Extreme Hills. Das heißt, wir sind wahrscheinlich jetzt gerade mitten in irgendeinem Berg drin. Ich habe kurz das Handy rauszugraben. Nee. Oh Gott, Gott, hier sind wir wahrscheinlich dann richtig weit oben. Ah, ist mal hier irgendwas? Nein, immer noch nicht. Sag mal. Bisschen weiter. Nein, hier ist nix. Okay. Ja, ich überspringe jetzt gerade mal kurz, bis wir ganz oben sind. Wo auch immer wir da um alles in der Welt rauskommen werden. Oh, ich höre den Regen. Ich höre den Regen. Es kann nicht mehr weit sein. Ja, regnen tut es ja in letzter Zeit in Deutschland auch genug, also ich glaube, da brauchen wir es nicht mehr allzu viel davon sehen. Aha. Oh, oh, oh. Schaut sich an, da ist mein Esel. Yes. Das war ja meine Punktlandung hier. Na du, na du, na du. Komm, mach dein Geräusch. Ups, was ist das so? Ups. Und. Esel? Ja. Warten wir ab, bis es ein cooles Geräusch macht. Auf jeden Fall hier haben wir unsere Ausbeute. Oh yeah. Wir haben ungefähr 2,5 Stacks Kohleblöcke, was eine ganze Menge ist. Wir haben knapp über 1 Stack an Redstone-Blöcken. Wir haben... Da kommt das schöne Eselgeräusch. Ja, haben wir. Eisen haben auch eine ganze Menge. Emeralds, Diamanten. Oh, ich habe so viele Diamanten gefunden. Also was, das war ja noch jetzt rückgängig, weil es ein bisschen viel ist. Ups. Nein. Ach Gott. Ja, da kommt schon wieder. Ich auch gut, das einfach. Das ist richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Okay, jetzt auf jeden Fall wollen wir den mal kurz hier abbinden. Ach ja, genau, wenn ich jetzt einfach beim Inventar drücke, kann ich das ja. Ach,
Okay, wir lassen den mal hier stehen, den Fence-Post hier, und reiten geschwind über die Berge. Ich muss achten hier drüber. Ja, ihr werdet euch vielleicht erinnern, wo wir hier sind. Das war ein schwarzer Schaf. Hey, übrigens, man kann jetzt auch auf Eseln und auf Minecarts und auf Booten und alle, was man eben reiten kann oder eben fahren. Man kann als Enderpan benutzen, wird man runter teleportiert. Ja, recht coole Sache, ja. Und auf jeden Fall wird es gerade Nacht. Ja, das trifft sich fantastisch. Hier sind wir jetzt gerade wieder in unserem tollen Plains-Biom, wo wir auch erst die ganzen Pferde eben alle gefunden haben. Oh, ach, so. Okay. Oh, ja. Das wollte ich euch auch gleich mal kurz zeigen. Und zwar diese Pferde hier. Ganz weißen, mit weißen Punkten. Also, einfach komplett weiß. Ohne irgendwas, also nicht irgendwie sowas hier oder was auch immer. Komplett die ganz weißen. Das sind angeblich die schnellsten. Wait, ihr habt nur so ein Testvideo gesehen. Ihr habt das letztens gesehen, das habe ich auch geliked. Vielleicht habt ihr das bemerkt. Und ja, da hat er diejenige eben auch ausgetestet, dass diese Pferde hier eben die schnellsten sind und auch am höchsten springen können und auch relativ viel Leben haben. Und ja, ich weiß es nicht, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob da vielleicht ein Fehler bei diesem Test unterlaufen ist. Und zwar der, dass es, also ich bin mir immer nicht sicher, ob das wirklich bei allen Pferderassen immer genau festgelegt ist. Wie hoch die springen, wie schnell sie sind und so weiter. Es kann also sein, dass es einfach variiert, dass jedes Pferd praktisch schneller und langsamer sein kann, obwohl es genau gleich aussieht. Also ich bin noch nicht ganz sicher, ob das davon abhängt. Vielleicht können wir noch ein paar Tests dazu machen, aber ja, auf jeden Fall in dem Test, den dieser Typ dort gemacht hat, waren die Weißen die definitiv schnellsten und die höchsten springen. Aber ich muss sagen, unser Esel hier ist auch nicht schlecht, ne? Der ist schnell, ne? Also doch eine ordentliche Geschwindigkeit hat er schon. Und ja, kann was tragen. Unser Lastesel hier, wunderbar. Eine Wonne. Ups. Wieder. Yes. Okay, und da sind wir auch schon wieder zurück und wir können mal kurz unsere Pferde hier anbinden. Wow. Oh! Babykatze. Okay, hier rüber und ich brauche das hier. Ach Gott, ja, das ist richtig scheiße mit den Leads. Die sind noch ziemlich verbuggt. Seht ihr hier, die sind gerade alle wieder abgegangen von unseren großen Pferden, von Masani hier und von anderen. Übrigens, das ist jetzt zum Beispiel weißes Pferd und das kam mir nicht ganz so schnell vor, als ich das mal geritten habe. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, dass diese weißen Pferde die schnellsten sind. Aber wie gesagt, das habe ich sehr genau ausgetestet. Okay, jetzt sammeln wir mal das ganze Zeug hier ein und ich werde mich mal zurückbegeben, wirklich kein unversehrt, zur Basis. Und dann sehen wir mal, was wir dort noch machen können heute. Genau. Ja, so, ja, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Ich habe noch ein bisschen was geplant, haben wir leider nicht mehr hinbekommen, aber sollen wir in der nächsten Folge machen. Ein paar Vanilla Chunk Loader habe ich da mal gesehen, wo. Und die können wir hier ganz interessant einsetzen. Außerdem müssen wir hier immer noch, eben anfangen, unsere ganzen Farm hier alle einzubauen. Habe ja mal ein bisschen Netherwart angebaut. Auf jeden Fall, die Geschichte hier funktioniert wunderbar. Schnurrt wie ein junges Kätzchen, wenn man das so nennen kann. Ja. Mehr runter. Hey, ich gehe mal kurz hoch, weil am effizientesten ist es. Wo sehe ich das Bett? Jetzt weiß ich, wo das Bett hin ist. Da ist mir letztes Mal ein Creeper explodiert. Und ich glaube, dass er das mitgenommen hat. Das ist die einzigste Erklärung. Ja, aber hier, seht ihr, funktioniert wunderbar. Blendend. Wir können uns gerne mal kurz die Drops anschauen, aber das ganzen Scheiß hier mal rausnehmen. Sehr, sehr ordentlich. Ja, da ist ein bisschen weniger drin. Und hier unten haben wir auch eine Ladung Zeug. Das ist eigentlich erstaunlich. Nee, es ist nicht erstaunlich. Okay. Gerade einen Scheiß gedacht. Oh, und da kommt das Wasser. Haben wir gerade schon gesehen, kam wieder ein bisschen was runter. Jupp. Ganz genau. So klappt es wunderbar.
100 Zombie, die spawnen, sobald wir die Gegend wieder verlassen, beziehungsweise sobald wir mal in Peaceful gehen, wieder raus eben. Ja, ist kein Thema. Okay, dann würde ich mal sagen, herzlichen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen in der Folge der Wahrheit 42. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr werdet einen Kommentar schreiben und eine Bewertung hinterlassen. Das ist die freundlichste Art und Weise, darum zu bitten, ja. Nein, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schreibt einen Kommentar und klärt mir, wie ihr es fandet. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder und tschüss.